Was seien die belangrijkste ontwikkelingen op ECC 2015 voor melanoom? Ik denk we hebben niet per se nieuwe fase 3 studies gezien die nieuwe therapien of doorbraken hebben laten zien, maar we hebben veel update gezien. We hebben nu de lange termijn data van de combinatie dabrafenib plus trametinib versus wemurafenib, de Combi-W-studie gezien. Hier bevestigt sich, dass die Kombination durchgerichtete Therapie deutlich besser ist als die Single-BRAF-Inhibition. Das Zweite, was sehr wichtig war, ist das Update von der O67-Studie. Data Kombination von Immunotherapie, Nivolumab plus Ipilimumab versus Ipilimumab auf Nivolumab allein. Hier sind pre-specified Subgroup-Analyses präsentiert, wo wir nun sehen, dass in Fehlgruppen der Vorteil vor die Kombination oder vor Anti-PDE ist. Aber was auch sehr wichtig ist, dass wir nun der erste Kehr in eine prospektive Analyse, also pre-specified Analyse sehen, dass ein hoher LDH kein Wade hat, solche Patienten mit Ipilimumab zu behandeln. Und das ist neu zu sehen, weil die WHO Nederland hat das bei der Analyse von dem Expanded Access Programm all laten sehen. Man hat natürlich alter die Kritik gehabt, dass diese Daten retrospektiv versammelt waren. Und nun haben wir die erste Kehr pre-specified prospektive Analyse von solchen Daten, die dann präzis das, was wir als Erste in Nederland eigentlich haben laten sehen, befestigen. Das sind spannende, belangrijke Analyses, die uns in der klinischen Dach helfen, um die Patienten zu advisieren, wann er tut kann. Kleine Studien, noch Phase 1, haben wir nun gesehen vor den NRAS-mutated Patients. Da sehen wir, dass die Kombination von MEK-Inhibitzi und CDK4-6-Inhibitzi toxisch ist, aber well liked einen Benefit zu geben, von welchem Response Rate. Da müssen wir sehen, wie die Platzing ist von diesen Mitteln. Ein andere neue Data ist die Kombination von T-VEC mit Immunotherapie. Da haben wir noch keine Effektivitätsdata gesehen, aber well Safety Data. Wir haben natürlich nun mehr und mehr Optionen, um mit Melanom zu behandeln. Wir haben CTLA-4-Blockade, wir haben PD-1-Blockade als Immuntherapien. Wir haben natürlich auch in Studies die TIL-Studie von John Hahnen. Wir haben Kombinationen von Interferon plus Anti-PD-L1 in Studies und natürlich andere Studies in Targeted Agents, war beispielsweise die Logic Trial, war dann nach BRAF-MEC nun auch noch andere Targeted Agents zugefügt worden. Das wird nun mehr und mehr möglich für die Klinischen zu beschließen, wann ihr mutig mit welcher Behandlung starten. Und auch vor der Zukunft, weil wir wollen Kombinationsstudien tun, welche Kombinations wollen wir testen in welche Patienten. Und tot nu war es natürlich so, dass jeder gesagt hat, wir gehen die hele Population testen. Aber ich denke, dass wir in Zukunft eine sogenannte Personalized Immunotherapie auch machen müssen. Dass wir auf bepaalte Biomarker die Patienten müssen charakterisieren und auf Basis von diesen Biomarker können wir dann beschließen, wie groß die Chance ist, dass die Patienten beispielsweise auf Anti-PDE allein einen Response-Rate haben, auf wenn verschiedene Kombinationen, auf beispielsweise in Vorbehandlung mit durchgerichteter Therapie müssen tun. Und hier habe ich bei einer Präsentation vorgestellt, dass wir drei verschiedene Markergruppen allzeit für die Patienten müssen gebrauchen. Das eine ist Markers, die mit der Tumorzelle selbst assoziiert sind. Das ist beispielsweise der Mutational Load, der PD-L1-Expressi auf der HMAC-Expressi. Der zweite ist der Immunstatus von dem Patienten. Das ist beispielsweise der Lymphocyte-Count, der eosophilen Anteilen, aber auch, wie viele CD8-T-Zellen in den Tumor sind. Und der dritte ist das Microenvironment. Und da geht es vor allem über LDH und CRP. Wir wissen mittels präklinischer Analysen, dass diese Marker nicht allein Tumorload oder Tumor-Inflammation-Marker sind, sondern dass die echt indirekt via Lactic Acid oder via andere inflammatorische Marker einen Effekt auf unsere Immunzellen können haben. Und als wir natürlich an der einen Kante mit unseren Checkpoint-Inhibitoren die Immunzell-Effektivität verhochen wollen, meine andere
andere Kante der Tumor Microenvironment so hostile ist für unsere Immunzelle, dass die T-Zelle, die da ankommt, überhaupt nicht mehr wirken kann, dann müssen wir natürlich davor etwas tun, dass wir dann unsere Checkpoint-Inhibitors können wirken lassen. Und das ist ein Ding, was wir große Chancen auch von Niederland sehen, wo das wäre natürlich hilfreich, in ein Netzwerk Samen können wirken, um solche Marker noch weiter auszuwirken. In erster Studie, die nun die Sequenz von einer Immuntherapie, von unserer Immuntherapie-Opsis geanalysiert hat, ist die CheckMate 064-Studie. In dieser Studie war es verglichen, eine Sequenz von Off-Niveau und Ipi zu starten und anschlauten, dann nach Ipi auf Niveau zu switchen. In dieser Studie kam auch, dass die Toxizität beinahe dieselbe ist, aber der Response Rate, der Overall Response Rate bei Weg 25, das nach alle beide Behandlungen, vor der Arm von Nivolumab gefolgt durch Ipilimumab deutlich höher war. Ein Problem bei dieser Studie ist, dass die Pausen zwischen die zwei Behandlungen verschrill waren und er keine Rechnung gehalten war mit der Halbwertzeit von diesen Mitteln, sodass in dieser Arm die Vielfalt von Kombination von Ipilimumab plus Nivolumab meist wahrscheinlich deutlich höher war, was dann auch verklärt, dass hier ein besserer Outcomes war. Eine zweite Möglichkeit hiervor ist, dass als wir mit Ipilimumab starten, natürlich ein größerer Anteil von Patienten kein Response hat und nach 12 Wochen, misschien mit einer höheren LDH-Werte, dann nach Anti-PD-1 switcht und dadurch auch die Response Rate vermindert war. Diese Ideen seien mal noch nicht geanalysiert in die heutige Präsentation. Mal sauden in den Verfolgpräsentation, weil noch analysiert worden durch die PIs von dieser Studie.